Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ich glaub's nicht, EA hat's getan. Wir haben schon mal zwei Klonskins. Und ihr seht, der Waldtrooper ist komplett getarnt. Selbst der Helm ist getarnt. Leute, ihr glaubt nicht, wie mega froh ich gerade bin, dass EA das jetzt getan hat. Ohne Scheiß. Einfach geil. Weil Klone, es sind Klonsoldaten. Jetzt bin ich gespannt. Hat der Officer auch ein Aussehen für die Republik bekommen? Nein, hat er nicht. Ist aber auch logisch. Jetzt bin ich gespannt bei dem hier. Wie sieht der Waldtrupper bei ihm hier aus? Er sieht so aus. Schade, ich hätte mir wirklich diesen Waldtrupper erhofft, den man aus Episode 3 kennt. Es ist trotzdem cool. Es gibt Klonskins. Gibt es irgendwas Neues hier? Gibt es irgendwas Neues bei der Vollstreckerklasse? Ich glaube aber nicht. Nein, gibt's nicht. Ja, Leute, ich will mal sagen, 80 Credits gehen jetzt mal weg. Eigentlich schade, ihr seht, ich habe 191.000, was recht viel ist bei Star Wars, aber... Komm gleich wieder. Gönnen. Der wurde sich gegönnt. Der wird sich auch erstmal gegönnt. Warum? Ich liebe die Klonsoldaten über alles in Star Wars. Das sind die geilsten. Also, hört auf mit dem ganzen scheiß Imperium oder Erste Ordnung. Wir wollen Klone. Verstanden? Danke. Gut, der wird sich... Obwohl, der ist cool. Ich gönn mir den einfach, sind Klone. Juckt mich nicht. Ja, Leute, mit anderen Worten, es wird jetzt sehr viel Star Wars auf meinem Kanal kommen. Wahrscheinlich. Es ist einfach geil, dass es sie jetzt einfach gibt. Es gibt Klone. Es gibt die Klonmiliz. Was ich... Ich liebe es. Da hat EA mal was Geiles getan. Wir warten lange Zeit auf es. Und jetzt ist es endlich da. Die Klone haben ihre Skins bekommen. Jedenfalls ein paar. Ich werde mir auch wahrscheinlich nicht jeden Skin holen. Ich werde mir so die coolsten holen, das bedeutet, die 500 erste werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, weil das so die typischen blauen sind und davon, finde ich, sieht man zu oft in Star Wars, leider. Aber, und dadurch bin ich jetzt drauf gekommen, da sieht man's. Ich habe gesehen, in der Lobby, es gibt einen grünen und da ist er, der grüne Angriff der Klonsoldaten. Da können wir uns hier auf eine Kiste öffnen. Was kriegen wir? Oh fuck. Ich habe mir gerade was 40.000 Credits gekauft. Ich glaub's nicht. Okay, ich habe schon mal einen Skin bekommen und 40.000 Credits bekommen. Okay. Dann holen wir uns den auch nochmal. Wenn ich 40.000 Credits da durchbekomme, warum nicht? Lohnt sich doch, oder? Erstmal gucken, was bekommen wir hier? Auch 40.000, also ihr kriegt die theoretisch gratis, Leute. Also, holt sie euch ruhig. Ihr kriegt diese gratis. Wo ich es finde, es lohnt sich. Ihr kriegt einen Skin und diese 40.000 Credits nochmal gratis dazu. Also Leute, macht es euch, macht es einfach. Tut es euch, tut euch diesen Gefallen und holt euch dieses Paket. Und dann werden wir jetzt bei einer Runde Galactic Assault auch hoffentlich eine Klon-Map spielen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist eine neue Map reingekommen. Wir spielen Endor. Scheiße. Ich mag Endor nicht, aber ja. Dann werde ich jetzt erstmal hier das Video beenden. Und das zweite Video wird dann auch hier anfangen. Ciao.